Raw Rabbit. Und dann mal C drücken hier. Schön durch crossbraun werden lassen, das Zeug. Ja, mal gucken, was hier so auf uns zukommt die Nacht. Ich möchte jetzt gerne mal sehen, wie man das hier am besten rausnimmt, das Zeug, weil ich muss essen. Ah, eat. Ah, okay, das heißt, man muss vor dem Feuer stehen, das Zeug reinlegen und dann eat drücken. Im richtigen Moment. Wieder was dazugelernt. C. So, meine schöne Axt wieder in die Hand nehmen. Kannibalen, Kannibalen. Ihr könnt kommen. Ich warte noch, bis ich essen kann. Oder bis ich es rausholen kann aus dem Feuer. Und dann können wir ja vielleicht mal anfangen, versuchen, also wenn es wieder Tag wird, so ein großes Haus zu bauen. Mal gucken. Man muss sich auch genau überlegen, wo man die Sachen hinbaut. Habe ich gerade gemerkt. Okay, das Lizardfleisch kann ich wohl nicht essen. Oh, da ist ja noch so eine Axt. Okay. Da unten ist noch irgendwas. Irgendwas wird mir da angezeigt. Ah, eine Hand oder ein... Ah, ein Fuß. Hier ist noch ein Stinkefuß. Alles klar. Mal gucken, was wir noch bilden können. Was es da noch so gibt. Das Ding haben wir ja schon. Das ist kacke. Das hier ist ganz gut. Das bauen wir morgen dann auch noch weiter den nächsten Tag. Ich bohre gerade in der Nase. Ich weiß gar nicht, warum ich das mal erzähle, aber ich finde es irgendwie wichtig. Wall with Window. Defense Wall. Guck mal, sowas könnten wir zum Beispiel bauen. Und dann halt eine Tür so davor machen, dass wir erstmal so Schutz haben vor diesen Viechern, dass sie da nicht reinkommen. So einfach so. So zum Beispiel. So. Und davon bauen wir dann so einmal um das komplette Lager rum. Bis unten zum Wasser hin. Dass man dann erstmal so einen Schutz hat vor diesen komischen Kannibalen. Wäre halt eine coole Idee. Müssten wir mal gucken, ob wir das hinkriegen, ob wir so weit kommen. Ich will das da. So. Noch existiert diese Wand ja nicht, weil das erst 3 Stück sind. Wir müssen auf jeden Fall die Nacht rumkriegen. So. Das auf jeden Fall wieder equippen. Ja, aber was soll man denn aus dem... Ja, okay, for crafting. Okay. Das increased armor by 1. Lizard skin brauchen wir erstmal nicht. Clove, can you be used to craft? 66 Blätter, wir haben das zum Schlagen. Mets, restore health. Oh, okay, wir haben Mets zum Fressen. Alles klar, lightning can be used to start fire or see in dark. Being up and anytime pressing L, okay. Dann ist unser Survivor Pack. Inventar sieht super aus, finde ich cool. Haben die gut hingekriegt bis jetzt. Ich hoffe, das Spiel wird wirklich Koop und dass man da echt zu zweit spielen kann. Wir gehen mal schlafen. Wow, wird's Tag? Ja, es wird Tag. Wir haben die erste Nacht überstanden, Freunde. Super. Darauf trinke ich einen Schluck Fanta. Aber die Kannibalen sind wirklich... Also hier diese Leute, die hier rumlaufen, die machen einen schon ganz schön Angst. Zumal die auch in den Bäumen sitzen können. Das ist auch ganz krass. Die können in Bäume sitzen. Also die hocken oben in den Bäumen drinne
Und man sieht die gar nicht. Und die jumpen dann auf einem runter. Das geht auch. Nice, wieder ein Stick. Wir sammeln erstmal ein paar Sticks ein. Ich hoffe, hier kommen noch nicht so viele von diesen Viechern. Da hinten ist noch so ein... Man hat immer so ein bisschen zu... So, man hat den gewissen Respekt vor diesen Viechern, weil man auch noch nicht genau weiß, was die können und was nicht. Er schmeißt erstmal alles runter. So, dann haben wir hier vorne erstmal wieder zwei neue Dinger stehen. So, jetzt fehlt jetzt noch eins. Dann hätten wir so die erste Defense Wall. Equip auf jeden Fall. Das Ding haut richtig. Da vorne sind wieder welche. Da vorne im Wald hat sich gerade was bewegt. Habt ihr es gesehen? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ah, die Sticks, genau. Fertig bauen. Nice. Und nächstes Teil. An damit. Super. Drei Feuerzeuge. Also drei Feuer. Oh, hier müssen wir wieder anmachen. Ist wieder ausgegangen. Ist auch ausgegangen. So. Damit das wieder erstmal ein bisschen brennt. So, wir brauchen noch mehr Bäume. Baumstämme, Entschuldigung. Hier sind viele Steine, Alter. Das ist viel zu viel. Hier ist ein Koffer. Oh, nice. Ein paar Tücher wieder. So, fangen wir mal an, Holz zu hacken. Das Coole ist, wir haben ja jetzt auch die Tiere hier gefunden, hier gleich. Und ich glaube, es gibt sogar in dem Spiel nur drei verschiedene Starts. Drei verschiedene bis jetzt, glaube ich, wo man anfängt. Also so richtig random ist das noch nicht, wo man spawnt. Okay, das bricht zu uns nach unten. Kling. Super. Ich mag das mit diesen Runterfallen. So. Bam, dann haben wir die erste Wand fertig. Jetzt könnten wir zum Beispiel noch eine Wand bauen. Das heißt, wir gehen auf B. So. Noch einmal drehen richtig, dass es da... So, und dann wird da weiter gebaut. Dann bauen wir uns erstmal so eine kleine Base auf. Ich hoffe, da können die auch nicht durchbuggen, die Viecher. Das ist halt das, womit ich noch ein bisschen so die Befürchtung habe, da das Spiel ja auch noch ein bisschen buggy ist, dass die Viecher da durchbuggen können. Das ist so die größte Befürchtung, die ich habe. Wäre halt cool, wenn das nicht so sein würde, dass man da wirklich sich so ein kleines Defense-Ding aufbaut. So, Holz hacken wieder. Bis jetzt sieht es aus, als wenn hier keine mehr sind. Ich glaube auch, es kommen immer nur eine Gruppe von drei. Und wenn man eine Gruppe von drei getötet hat, dann hat man erstmal Ruhe vor den Viechern. Für ein paar Minuten oder so. Okay, das bricht wieder zu mir. Immer vier aus einem Baum. Nice, die anderen beiden rollen dann zu mir nach unten. Da muss ich nicht mehr so weit gehen. Wir müssen bald wieder essen. Das ist cool. Und hopp. Und hopp. Ja, das sieht doch schon richtig gut aus hier, Freunde. Sieht doch schon richtig gut aus. Zack. Boah, Alter, cool. Ich freue mich über eine Wand. Wahnsinn, oder? So, dann gibt es noch, noch eine coole Sache. Nicht Inventar, Entschuldigung. B. Wir bauen jetzt mal so eine Tür dahin. Placen wir richtig da dran. So. Ups. Davon brauchen wir jetzt 5 Stück
für die Wand. So, machen wir das Feuerchen mal wieder an. Ich hoffe, es hört irgendwann auch noch auf zu regnen. Man kann hier auch richtig fischen gehen. So, hier könnten wir dann durch die Tür durch. Dann fangen wir mal an. Holen wir mal wieder Holz. Boah, ich mich gerade erschrocken. Ja, meine... wie man sieht, geht auch die Energy irgendwann runter. So, damit füllt sich das dann wieder auf mit dem Trinken. Ich weiß noch nicht, was wir machen, wenn das Trinken leer ist. Wir können nachher nochmal die Koffer da vorne durchsuchen. Da sind ja noch mehr Koffer. Wir gehen Holz. Oh, ich hock den anderen mit ab. Kann ich gleich mit abholzen. Der bricht in die Richtung nach vorne zum Wasser. Bing! Dieses Knacken ist cool. So, und geh ab. Okay, der bricht zu mir nach unten, das ist gut. Wir versuchen einfach mal so ein kleines Häuschen zu bauen. So, zwei noch. Ah, hi. Du, komm, her hier. Warum kann ich dir nicht nehmen? Hallo? Ah, jetzt. So. Dann hätten wir die erste Tür fertig. Nice. Oh, da können die aber durch, oder? Okay. Aber das ist nicht so schlimm. So, dann brauchen wir jetzt B. R drücken. So. Dann können wir da das nächste Ding hinbauen. Hey du, bleib hier. So. Wo sind die Holzstämme? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja, es dauert ziemlich lange. Deswegen sage ich ja auch immer, ich hoffe es. Da kommt so eine Dings raus, wo man zu zweit spielen kann. Also ich finde, das muss sein. Weil man braucht extrem lange, das alleine zu bauen. Sticks sind immer gut. Und wir hacken mal den nächsten Baum ab. Wir müssen bald wieder essen. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir hier irgendwo einen Hasen finden, den wir schlachten. Den wir töten können. Beim Holzhacken haue ich aber zu daneben, weil ich immer auf die Umgebung so ein bisschen achte. Wegen den Kannibalenfritzen. Holy moly. Man kann auch immer nur zwei von den Dingern tragen. Das ist auch immer... So, wir bräuchten mal einen Hasen. Einen Hasen brauchen wir. Weil der Lizard backt irgendwie. Wir haben hier so viele eklige Füße rumliegen. Wenn jemand Fußpilzsuppe will, muss er nur Bescheid sagen. Ich kann da was klar machen. Ein Stick wieder. Da sind die beiden Sachen. Da ist ein Hase. Wo ist der Hase hin? Ich habe ihn aus den Augen verloren. Naja, es ist nicht so schlimm. Wir nehmen erstmal das mit. Das eine Teil und gehen jetzt erstmal da vorne hin. Ich bin manchmal so ein bisschen ruhig, weil ich immer irgendwas höre. So, jetzt haben wir die nächste Defense Wall aufgebaut schon. So, dann haben wir hier die Tür. Ist schon die halbe Base fertig, meine Fresse. Da könnten wir hier jetzt kommt was Cooles. Jetzt kommt was Cooles. Ja.